Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo Zahlen, Daten und Fakten. Ich habe heute einige spannende Dinge für euch parat. Wir werden uns mal ein bisschen anschauen, was Bitcoin aktuell macht und wie so die Prognose aussehen könnte für Bitcoin. Außerdem schauen wir uns mal an, welche Coins gerade gekauft werden. Ich habe ein bisschen was zum Thema, wie viel Geld die Banken in Krypto investiert haben, und zwar die Banken weltweit. Eine sehr, sehr spannende Zahl. Ich habe ein bisschen was zu XRP an Updates und ich habe für euch einen ISO 20022 Coin, den ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt und der jetzt offiziell bei Wikipedia der gelistet ist. Also bleibt bis zum Schluss dran und los geht's wie immer nach dem Intro. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Es gibt einiges zu berichten, von daher werden wir gleich uns direkt auf die News stürzen. Aber bevor wir damit starten, unbedingt einmal kurz einen Klick auf das aktuelle Video von Monetendave. Dort war ich zu Besuch. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für diese entspannte Atmosphäre, für das chillige Gespräch. Und ich glaube, da ist für den einen oder anderen ein bisschen Mehrwert dabei. Also schaut unbedingt mal rein beim lieben Monetendave. Lasst auch gerne ein Abo da und ein Like, falls euch das Ganze gefällt. Er hat regelmäßig spannende Gäste dabei, sein Format Kaffee und Krypto. Und vor allem macht er richtig, richtig guten Content. Also unbedingt vorbei. Schon starten tun wir mal mit einem Blick auf den Markt und ihr seht, viele Projekte, insbesondere Altcoins, konnten sich relativ gut schlagen in den letzten Tagen. Es wirkt fast so wie eine ja von niemandem ausgesprochene Altcoin-Rally. Wenn wir uns die Zahlen dazu anschauen, sehen wir, dass wir bei dem Altcoin-Season-Index aktuell bei einem Wert von 63 sind, also nicht so ganz die Alt-Season eingeläutet ist. Die wäre nämlich erst bei einem Wert von 75 eingeläutet. Aber man muss sagen, es macht bei einigen Projekten richtig Spaß und was diesmal auffällt, ist, dass nicht unbedingt die Top 20 besonders gut performen, sondern eher die Coins und Token, die so zwischen Platz 50 und 100 sind. Also ist richtig cool, dass auch die mal jetzt so ein kleines Momentum haben. Und falls du einen dieser Coins hast, freue ich mich natürlich sehr für dich. Ja, für alle anderen, wir befinden uns nach wie vor in einer sehr ängstlichen Phase. Ich bin am Akkumulieren, weil ich einfach nicht weiß, ob es jetzt Sinn macht, noch zu warten, ob es Sinn macht, zu kaufen. Ich habe gar keinen Bock auf diesen Stress, auf den Kopfschmerz. Deshalb immer regelmäßig so ein bisschen rein. Dieses typische Dollar-Cost-Average. Also immer mal wieder so ein bisschen reinbuddern. Ich mache das immer zu festen Tagen. So ein bisschen Ritual ist schon richtig draus geworden. Meistens dann Freitagabend setze ich mich hin, belohne mich für eine schöne Woche und die schließe ich dann meistens ab mit ein paar Krypto-Einkäufen. Und das ist wahrscheinlich der beste Weg, weil ob wir nochmal die 12.000 Dollar sehen oder ob wir jetzt direkt durchstarten zu 120.000 Dollar, wer weiß das schon. Ich bin auf jeden Fall offen für beide Seiten und ärgere mich da in keinem Fall. Also von daher kann man ja eigentlich nur gewinnen und rein Mindset-technisch ist das, glaube ich, auch ganz gut, weil da werdet ihr nicht so hibbelig, nicht nervös, habt kein schlechtes Gewissen, sondern partizipiert am ganzen Space und seiner Entwicklung. Das Einzige, und das ist der Wermutstropfen, ihr müsst natürlich Geduld mitbringen, ja? Denn ohne Geduld wird das Ganze nichts. Wir brauchen sicherlich noch einige Monate, bis das Ganze fruchtet. Und das müssen ja nicht immer Unsummen sein. Wie hat meine Oma doch früher immer gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und so ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Aktuell nutze ich für meine Einkäufe Bing X. Und hier nochmal der kleine Reminder für alle, die mitgemacht haben beim Registrierungsevent. Ihr solltet jetzt euer Bonusguthaben drauf haben. Oben rechts in die Rubrik Rewards, da werdet ihr dann schon sehen, dass die Boni aktiviert sind. Einfach damit lostraden und im Idealfall ordentlich gewinnen. Ansonsten könnt ihr kostenlos dort im Spothandel aktiv sein. Also wenn ihr zum Beispiel XRP oder andere Coins kaufen wollt, könnt ihr dort eben ohne jegliche Tradinggebühr Coins einkaufen und das nutze ich aktuell. Bei der größten Börse Binance werden momentan vor allem Bitcoin, Ethereum und XRP, wieder einmal XRP auf Platz 3 eingekauft. Was ich dabei so brisant finde, ja, und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen bei dem XRP-Update, Bitcoin und Ethereum werden ja allermeistens verwendet, um damit eben irgendwas zu machen. Zum Beispiel, man kauft sich Bitcoins ein mit seinem Euro und danach kann man die Bitcoin tauschen gegen irgendeinen Altcoin. Genau das gleiche wird häufig mit Ethereum gemacht. Zusätzlich wird Ethereum natürlich vor allem verwendet für die ganzen dezentralen Anwendungen, für alle möglichen NFTs und so weiter. Doch XRP hat ja normalerweise zwar theoretisch sehr viele Möglichkeiten, praktisch gesehen wird aber noch sehr, sehr wenig verwendet. Von daher muss man sich da schon die Frage stellen, warum wird XRP so viel gekauft? Denn damit wird eben nicht in andere Altcoins getauscht oder sonstiges. Und von daher sehr interessant, das weiter zu beobachten. Ja, kommen wir mal zu positiven Aussichten, denn den aktuellen Bitcoin-Chart können wir uns gerne mal anschauen, aber der ist momentan nicht wirklich so positiv, denn wir sind eigentlich in so einer richtig schön langweiligen Phase. Für all diejenigen, die ein bisschen am Hebeln sind, ist es überhaupt nicht langweilig, weil wir sehr viel Volatilität haben. Es geht rauf, es geht runter, es geht rauf, es geht runter. Aber wenn man sich dann mal das größere Bild anschaut, dann sehen wir, dass wir eigentlich schon seit Juni auf der Stelle treten. Wir sind die ganze Zeit irgendwo so zwischen 18.000 bis 22.000 Dollar in dieser Range. Und es langweilt den einen oder anderen sicherlich raus. Aber ich habe es euch beim letzten Mal schon gesagt, dass ich zwar kurzfristig damit rechne, dass wir bei dem jüdischen Neujahr, bei dem Rosh Hashanah bzw. Schmita oder dem Ende von Schmita, dass wir dort mit einigen krassen Kursschwankungen rechnen können.
und meiner Meinung nach war dem auch so. Wenn ihr euch das mal ansieht, war jetzt zwar keine große Bewegung in eine bestimmte Richtung, aber doch sehr viele größere Bewegungen nach oben, wieder nach unten, wieder nach oben. Also es war schon sehr viel Unruhe. Und außerdem sagte ich euch, dass wir ein positives Vorzeichen haben. Und das möchte ich euch hier nochmal ganz einfach grafisch zeigen, denn ich habe euch hier jetzt ganz simpel einfach mal die beiden September der letzten Schmita eingezeichnet. Also Schmita ist immer alle 7 Jahre, nennen wir es mal das jüdische Schaltjahr. Und in diesem Schaltjahr passieren komischerweise an den Finanzmärkten dubiose Dinge, meinetwegen die Lehman Brothers Pleite oder auch 9/11. All das war in solchen Schmita-Jahren. 2015 hatten wir Chaos an den asiatischen Börsen. 2022 gibt zwar viel Chaos, aber ich würde sagen, es gab jetzt glücklicherweise nicht dieses eine Event. Vielleicht ist es in diesem Schmita auch die Summe der kleinen Herde da draußen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir uns mal anschauen, was beim letzten Schmita passiert ist, nach dem September, als ob man die Uhr danach gestellt hat, also quasi ab dem Oktober, ging es nur noch bergauf für Bitcoin. Wir wurden eigentlich nie gebremst. Es gab zwar hin und wieder mal so einige Seitwärtsbewegungen, aber alles in allem sind wir nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Und 2008, also zu dem Zeitpunkt der Lehman Brothers Pleite, war ja genau diese ausschlaggebend für die Entwicklung und Gründung von Bitcoin. Denn nach der Lehman Brothers Pleite hat Satoshi Nakamoto beschlossen, es der Welt zu zeigen und den Menschen wieder mehr Möglichkeiten zu geben, indem man die Banken anbankt mit einem neuen digitalen Payment-System. Und so entstand überhaupt Bitcoin. Das heißt, aus dem einen Schmieder wurde überhaupt erst die Idee von Bitcoin wahr. Das Schmieder danach war dann eigentlich der Moment, wo endlich diese Seitwärtsbewegung aufgehört hat und es ging steile bergauf. Und jetzt sind wir genau wieder an diesem Punkt, Schmieder. Ich hoffe darauf, dass wir genau so weitermachen und Werte von 100.000 oder vielleicht noch viel, viel mehr bei Bitcoin doch eines Tages Realität werden. Im Moment glaubt das wohl kaum jemand, wo wir knapp unter 20.000 Dollar sind. Aber ihr wisst selber, wie schnell wieder FOMO in den Markt kommt und die Leute wieder ganz anders denken. Wenn ihr mich fragt und ich eine Wette abschließen sollte, würde ich sagen, dass zum Jahresende nochmal ein bisschen Schwung in die Party reinkommt und wir entgegen vieler Meinung da draußen im 4. Quartal nochmal richtig schöne Profite mitnehmen. Jetzt mal die Antwort auf die Fragen, wie viel Geld halten eigentlich die Banken in Form von Kryptowährungen? Und es ist doch eine sehr ernüchternde Antwort, nämlich nur 9,2 Milliarden Dollar. Auf den ersten Blick hört sich das viel an, wenn wir da aber mal über die Quadrillionen oder was auch immer auf der Welt an Geld rumschwirrt sprechen, dann ist das natürlich extrem wenig. Banken auf der ganzen Welt halten gerade mal 9,2 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des BIS, also der Bank für internationalen Zahlungsausgleich oder Bank of International Settlement. Wenig überraschend bilden Investments in Bitcoin 31% und Ethereum 22% den Löwenanteil, gefolgt von weiteren Finanzprodukten, die mit Bitcoin oder Ether irgendwie zusammengebunden sind, aber eben auch Cardano, Solana, Ripple, Litecoin, Polkadot und Stellar sind die Altcoins, die in deren Bilanzen auftreten, allerdings nur zwischen 0,4% bis 2%. Der Bericht sieht ein allgemeines Ungleichgewicht im Engagement der Banken. Mehr als die Hälfte der Kryptoaktivität ging von 2 Banken aus. Weitere 40% kämen von 4 Geldhäusern. Also insgesamt nur sehr, sehr wenig Banken machen wirklich mal ernst und alle anderen lassen es so schleifen. So machen Kryptowährungen im Durchschnitt nur 0,14% am Gesamtportfolio der Kreditinstitute aus. Und erstens fragen sich die Banken da, warum sie bald pleite gehen. Ja, das wird einer der Gründe sein. Und zweitens, hier nochmal die Antwort an all diejenigen, die mich immer mal wieder fragen, Alex, ist es schon zu spät, in Kryptos einzusteigen? Wir haben doch längst so die große Masse erreicht. Freunde, ihr seht ja, ganz so große Massen haben wir noch nicht erreicht. Denn die, die eigentlich Liquidität haben, sind die gleichen, die momentan eben nicht in Kryptowährungen investieren. Und somit sind wir meiner Meinung nach zumindest bei einem einstelligen Prozentwert, wie weit die Entwicklung von Kryptowährungen schon vorangeschritten ist. Vielleicht sind wir so bei 8 bis 9%. Das mal so mein Bauchgefühl. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was glaubst du, wenn wir uns mal so eine Skala vorstellen von 1 bis 100, wie weit sind wir gerade so rein entwicklungstechnisch? Sind wir vielleicht schon bei der Hälfte angekommen oder sind wir noch ganz am Anfang? Ich bin mal sehr gespannt auf eure Meinung. Ein paar Altcoin-News oder Infos zu euren Altcoins gibt es auch heute mal wieder. Algorand startet seine 5. Periode des Governance-Programms. Das Ganze läuft so ab, ihr habt Algos, die könnt ihr dort quasi wegsperren für 3 Monate und nach diesen 3 Monaten erhaltet ihr dann Rewards. Ihr erhaltet dann circa so 3% Rewards. Haltet mich da nicht fest, vielleicht irre ich mich auch und es ist vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, aber so um den Dreh. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall, das Ganze mitzunehmen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie das Ganze funktioniert, dann kommt einfach in die Patreon- oder Telegram-Gruppe und ich helfe euch sehr, sehr gern dabei. Kommen wir zum Ripple-Update. Ripple has kept 1 billion XRP in escrow this time. Also You Today schreibt, Ripple hat 1 Milliarde ihrer XRP, die sie monatlich aus dem Escrow nehmen könnten, drin gelassen. Eben für alle, die gar nicht wissen, wovon ich gerade spreche. Jeden Monat bekommt Ripple 1 Milliarde XRP
freigeschaltet und damit können sie theoretisch machen, was sie wollen. Hintergrund ist der, dass Ripple einfach Vertrauen schaffen wollte bei seinen Anlegern und ihre gesamten XRP einfach eingefroren hat oder versperrt hat auf einem Treuhandkonto, das mit Smart Contracts bestückt ist. Und jeden Monat wird 1 Milliarde freigeschaltet. Ripple kann sich dann so viel davon nehmen, wie sie gerade brauchen und den Rest tun sie dann zurück. Jetzt gab es die Nachricht, dass Ripple die gesamte Milliarde nicht angerührt habe und direkt zurückgelegt hat. Und ich bin ehrlich, das war für mich schon ein bisschen FOMO, weil ich dachte, geil, dann scheinen sie jetzt ja am Ende zu sein, denn zuletzt hieß es ja immer noch, sie brauchen noch ein bisschen Liquidität für ODL, sie haben hier und da noch ein paar Kosten zu decken und von daher brauchen sie ein paar XRP und da war ich extrem baff und das war für mich mal richtig, richtig geil. Aber ich habe direkt mal nachgeschaut bei den Escrow-Verträgen und dort gibt es den Wert Oktober 22, 1 Milliarde wurde rausgegeben und nur 700 Millionen wurden zurückgegeben. Ne? Also eigentlich nicht anders als die Monate davor. Jetzt die Frage, ist es vielleicht zeitversetzt? U2Day schreibt, dass diesen Monat nichts entnommen wurde. Wird das denn hier als November 22 angezeigt? Oder sind es vielleicht einfach nur Fake News oder ein Missverständnis? Weil wenn man es hier einfach ganz klar nachempfinden kann, sieht man ja, dass es nicht so ist. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne eure Infos dazu in die Kommentare. Und bei der Gelegenheit auch nochmal ganz wichtig, bitte überprüft das, was ihr lest. Ich kenne es selber, man liest manchmal eine geile Neuigkeit und will sie direkt mit der Welt teilen. Macht euch manchmal einfach die Mühe, nehmt euch die 2-3 Minuten, überprüft das Ganze mal und dann werdet ihr manchmal so wie ich in diesem Fall einfach merken, dass da nicht ganz so viel dran ist. Jetzt zeigt der Alex euch aber mal ein paar Fakten, wo wirklich was dran ist. Zum einen haben wir hier erst einmal ein extrem gestiegenes Volumen, wenn wir uns mal anschauen, allein im letzten Monat. Wir kommen von einem Volumen um die 250, 260 Millionen, hier auch wieder um die 200 Millionen und schaut mal, wo wir jetzt stehen, bei über 1,5 Milliarden Volumen. Das heißt, wir haben uns fast versiebenfacht innerhalb von kürzester Zeit. Wir sprechen hier von ein paar Tagen, wo wir einfach mal das Volumen versiebenfacht haben und leider habe ich es nicht gescreenshottet und leider ist es auch schon wieder verschwunden. Aber ich glaube, vorgestern war es, da hatte XRP fast so viel Volumen wie Bitcoin. Ich glaube, XRP hatte mehr Volumen als Ethereum und das war richtig krass. Ich glaube, Bitcoin war bei 38 Milliarden und XRP war bei 24 Milliarden. Unfassbar. Ich kann mir das nur so erklären, dass es sich dabei entweder um einen Fehler handelt, irgendein Glitch oder vielleicht wurde auch wieder was getestet im Hintergrund. Wer weiß das schon. Mir entgeht auf jeden Fall nichts und wenn ihr mal sowas seht oder irgendwelche Ungereimtheiten findet, dann teilt sie auch gerne mit uns. Wir freuen uns über jeden Post von euch. Und final noch einige Neuigkeiten zu XRP, die mich überrascht haben. Binance, die sich ja bisher eher so ein bisschen neutral gehalten bei dem Thema und eine der wenigen Institutionen waren, die gesagt haben, wir delisten XRP nicht, solange wir nicht unbedingt müssen. In den USA mussten sie es ja tun, aber bei Binance International kann man ganz normal XRP kaufen und zusätzlich haben sie XRP jetzt auch noch in eine ihrer doch sehr selten angebotenen Dual Investments aufgenommen. Das heißt, ihr könnt das Ganze vergleichen mit typischen Terminkontrakten. Man überlegt sich hier also, okay, ich möchte gerne irgendwann in der Zukunft mal meinetwegen Bitcoin kaufen und möchte mir den Preis schon mal sichern. Da kann man hier bereits sagen, welchen Preis man gerne haben möchte oder für welchen Preis man wann kaufen möchte, kann den Kontrakt schließen. Wenn zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze denn passieren soll, der Preis höher ist als das, was du damals vereinbart hast, dann freust du dich natürlich, weil du kriegst das definitiv zu dem Kaufpreis, den du vereinbart hast. Wenn du dich natürlich ein bisschen verzockt hast und gesagt hast, ach, ich kaufe im Dezember Bitcoin für 25.000 und in Wahrheit ist dann nur bei 17.000, ja, dann musst du ihn trotzdem nehmen, auch für den hohen Preis. So funktioniert das Ganze. Ich persönlich lasse die Finger davon, aber ihr könnt schon hier sehen, man kann damit teilweise doch sehr gute Renditen erwirtschaften und jetzt ganz neu eben XRP mit dabei. Also, wenn das mal keine Ansage ist, sehr, sehr nice. Und jetzt kommen wir mal zum ISO-Coin, den ihr wahrscheinlich so wie ich vorher noch nicht so auf dem Schirm hattet und von daher gucken wir uns das Ganze mal an. Es gibt einen offiziellen Eintrag zu ISO 20022, weil mich ja immer wieder Leute fragen, Alex, hast du Quellen, hast du Quellen, hast du Quellen? Ich versuche euch ja wirklich immer jeden Artikel, den ich habe, unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Dennoch haben einige bei euch ein besseres Bauchgefühl, wenn meinetwegen die öffentlichen Medien irgendwas betiteln oder eben auch Wikipedia und von daher haben wir jetzt tatsächlich auch einen Wikipedia-Eintrag, der das Ganze nochmal bestätigt und bekräftigt und zwar ISO 20022 ist den Finanzdienstleistungen weit verbreitet. Zu den Organisationen, die an ISO 20022 teilnehmen, gehören SWIFT, XRP, Algorand, XEP, XLM, XCC und IOTA. XEP ist nämlich das sogenannte Electra-Protokoll und im Vergleich zu allen anderen ISO-Coins befindet sich dieses Protokoll noch auf Platz 800. Ich persönlich bin zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht investiert, das sei auch nochmal ganz wichtig gesagt an der Stelle. Ich werde da nochmal meine eigenen Recherchen bemühen. Ein Wikipedia-Eintrag allein reicht mir da so nicht, aber trotzdem finde ich das doch sehr interessant, weil man sich das eben noch nicht zu Gemüte geführt hat und das werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen. Das wollte ich euch nur mal mit an die Hand geben. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, ein bisschen zu recherchieren. Ansonsten finde ich auch das
das Logo sehr, sehr interessant. Das erinnert mich schon wieder an das Video, was ich vor einer Woche bei Patreon hochgeladen habe mit den okkulten Logos. Ich bin auf einige Logos eingegangen von euch, allen bekannten Unternehmen, von Kryptowährungen und so weiter, wo dann eben einige okkulte Symboliken drin versteckt sind. Sehr, sehr cool und ich glaube, das wird im Update-Video auf jeden Fall auch mal mit reinkommen. Falls du also Lust hast, komm gerne bei Patreon vorbei. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet in der heutigen Ausgabe einen Mehrwert. Falls dem so sein sollte, lasst mir sehr gerne ein Like da, abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen und schaut unbedingt beim Dave vorbei. Der macht einen richtig, richtig guten Job und bestellt ihm ganz, ganz liebe Grüße von Alex und der FFTK-Community. Ich bin für heute raus, wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao!